Es herrschte recht stürmisches Wetter, als sich letzte Woche Experten aus Theorie und Praxis am alten Wismarer Holzhafen zusammenfanden, um über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft mit der Hochschule Wismar zu diskutieren. Der Platz für diese gut besuchte Konferenz war im doppelten Sinne gut gewählt. Zum ersten befindet sich am alten Holzhafen der Wismarer Standort des Technologie- und Gewerbezentrums Schwerin-Wismar. Und zum zweiten wissen die Praktiker die Hochschule für angewandte Wissenschaften als einen exzellenten Kooperationspartner zu schätzen. Die Hochschule Wismar, die ist sehr kooperativ und auch sehr angenehm. Flexibel, schnelle Reaktion. Also wir waren mit dieser Kooperation sehr zufrieden. Wir haben auch weiterhin Kontakt darüber gehabt und arbeiten zurzeit an einem weiteren Projekt, das wir auch gemeinsam umsetzen wollen. Allerdings hatte es in diesem Falle scheinbar eher mit einem Zufall zu tun und scheinbar zufällig begonnen. Ja, also man unterhält sich und man spürt natürlich dann auch die Kompetenz des jeweiligen Gesprächspartners. Und ich war da von Anfang an überzeugt, dass wir dieses Projekt gemeinsam machen können. Bei dem hier in Rede stehenden Projekt geht es übrigens um Abwasserreinigung in neuen Dimensionen. Wie das Praxisbeispiel der Fakultät für Ingenieurwissenschaften heißt. Einer von drei Fakultäten der ebenso ehrwürdigen wie hochmodernen Lehreinrichtung, die sich heute als unternehmerische Hochschule versteht. Und da konnte Professor Dr. Harald Hansmann, der Leiter des Institutes für Polymertechnologie, seinen Gesprächspartner gewissermaßen im Handumdrehen von seiner Kompetenz überzeugen, indem er ihm ohne Diplomatie und Umschweife erklärte, dass sein ursprüngliches Vorhaben nicht funktionieren würde. Ich habe ihm auf den Kopf zugesagt, diese Teile kriegen Sie gar nicht gerade aus der Maschine. Ich habe mich wirklich einfach ausgedrückt, die kriegen Sie gar nicht gerade aus der Maschine raus. Dachte, oh, ja, das ist unsere Erfahrung seit 2 Jahren. Wir versuchen es. Gut. Und daraufhin hat er erstmal Vertrauen geschöpft, hat gemerkt, aha, ich verstehe auch schon was davon, was ich hier erzähle. Und dann war natürlich die Frage, gibt es denn Wege, das tatsächlich, sagen wir mal, zu realisieren, was er vorhat, und dann noch mit wesentlich größeren Platten, als er vorher schon hergestellt hat. Und so begann an diesem Tage, nein, keine wunderbare Freundschaft, wohl aber eine wunderbare Kooperation. Zum Beweis dieser Behauptung soll noch einmal der Unternehmer aus Berlin zu Wort kommen, dessen Firma auch über einen Standort in Brüsewitz bei Schwerin verfügt. Die Sachen, die wir mit der Hochschule gemacht haben, ist es eine der ersten Adressen, das kann man so sagen. Und was macht die Hochschule richtig? Wir suchen uns nicht selbst sozusagen die Themen aus, an denen wir forschen, sondern wir greifen die Themen aus der Industrie auf, also von dem Bedarf. Wir bearbeiten das, was Bedarf ist. Und das ist nicht etwas, was sich ein Hochschullehrer kraft seiner Wassersuppe ausdenken kann. Also ich kann auch nur für den technischen Bereich sprechen. Die technologische Entwicklung ist so schnell, dass das, was wir früher gelernt haben, und sagen wir mal, Zeit verzögert, nachdem wir was Neues gelernt haben, ja auch an die Studenten weitergeben, dass das sich ständig sozusagen erneuert. Also wenn man kann unmöglich so am Puls der Zeit sein, dass man in der Breite sozusagen seines Fachgebietes immer an der Spitze ist. Insofern, oder auch genau die Technologien und auch die damit verbundenen Probleme und Einschränkungen kennt, man muss das schon von der Industrie erfahren. Der praxisorientierte Wissenschaftler hat auch einen einprägsamen Begriff für diese Herangehensweise der Hochschule parat. Unsere Strategie ist, das nennen wir Querdenken. Also wir begehen Pfade, von denen wir wissen, das sind Pfade, die nicht auf der Hand liegen, die aber trotzdem erfolgreich sein könnten, weil da vielleicht keiner dran gedacht hat bisher oder sich nicht getraut hat. Das sind Pfade, die also in der Industrie selber von den Entwicklungsleitern schwer durchsetzbar sind, weil sie nicht logisch erscheinen. Aber, also wir haben eine hohe Erfolgsquote. es ist ein gutes Rezept. Veranstalter des Abends am alten Holzhafen in Wismar waren übrigens die Vereine Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V. und Technologie- und Gewerbezentren Schwerin-Wismar gemeinsam mit der Hochschule. Den Nutzen und das Vergnügen dieser Veranstaltung, die gewissermaßen selbst ein Beispiel einer gelungenen Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft darstellte, bewertete Annette Hartmann, die Geschäftsführerin des Regionalmarketingvereins und maßgebliche Initiatorin, ausgesprochen positiv. Mit fast 100 Gästen haben wir tatsächlich, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das Thema ist ja auch nicht ganz neu und ist sicherlich auch in anderen Veranstaltungen hier und da schon besprochen worden. Aber offensichtlich haben wir hier nochmal die Unternehmen anfassen können, die sich mit dem Thema noch nicht so richtig gut auskannten. Es war sehr wahrscheinlich nicht so sehr das stürmische Wetter, das an diesem Abend in Wismar herrschte, welches die Gäste des Abends zum längeren Bleiben veranlasste.
sondern vor allem ein ebenso wissenschaftliches wie praxisbezogenes Thema. Eine Hochschule, viele Kooperationsmöglichkeiten. Fortsetzung unbedingt erwünscht und zwar von allen Seiten. Klare Positionen jedenfalls waren an diesem Abend schon mal deutlich sichtbar.